So, schönen guten Tag, Freunde aus Burgtechnik. Wir haben es hier minus 5 Grad und heute gucken wir mal, ob der 20 kVA Notstromer anspringt und läuft. Ja, wer ihn noch nicht kennt aus meinem einen Video, wie gesagt, ist ein 20 kVA Notstromer. Da liegen jetzt noch ein paar Trabi-Teile drin und vor, aber das sollte das Ganze nicht beeinträchtigen. Ja, dieser hat einen Vierzylinder RS09 Motor. Beziehungsweise GT124 Motor drin und ist sonst immer gut angesprungen. Prozedere hierbei: bei solchen Motoren Vollgas geben, vorglühen, aber wir sehen, die Batterie scheint ganz schön schwach, und nach ein paar Sekunden vorglühen, dann starten. Jetzt müsste eigentlich die Lampe da, der Glühfaden anfangen zu leuchten. Jetzt nachglühen, sehr, sehr wichtig. Höhendruck. Sehen es an der Rauchentwicklung und hören ganz eindeutig auch vom Motorlauf, dass ein Zylinder noch nicht mitläuft. In dem Fall ist es an der rechten Bank einer. Dann heißt das Prozedere weiterglühen. Wir hören, er kommt, er zündet, immer mal wieder. Aufgrund der Wärmeentwicklung, was ich eben gerade mit meiner Hand gefühlt habe, habe ich gemerkt, dass der linke Zylinder noch kälter ist als der rechte. Warm, handwarm, eiskalt. Ich lasse dieses Notstromaggregat bei mir regelmäßig mal laufen, einfach nur um die Funktion zu gewährleisten und dass man wirklich sagen kann, ey, wenn ich es brauche, ist es einsatzbereit, es läuft, die Düsen sind nicht verharzt und solche Sachen. Genau, war jetzt mal auch interessant für mich bei so kälteren Temperaturen mal zu sehen, ob das auch funktioniert, ob es dort anspringt. Ihr seht, es hat es ohne Probleme gemacht. Ist natürlich auch eine entsprechend große Batterie, ja, aber trotzdem. Nach so einer Prozedur wie jetzt eben, lasse ich den Motor nochmal 2-3 Minuten
lange im Stand tuckern, um einfach nochmal zu gewährleisten, dass überall Öl gekommen ist. Diese Temperaturprobleme, so ein bisschen bei Vollgas bin ich immer der Meinung, dass der Motor relativ viel Temperatur rauswirft. Der war eben bei Weitem noch nicht warm und das mache ich auch nicht, sonst läuft der warm und erst dann wird der Motor auf Nenndrehzahl gebracht für den Generatorbetrieb. Das war eben nur nochmal zu zeigen, dass der Generator überhaupt funktioniert. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet gerne wieder ein beim nächsten Mal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.